Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Unterwegs mit Jana. Heute zum Thema elektrische Betriebsmittel. Na, was drehen wir denn da? Hm? Drehen wir schon? Ach so, hi. Mensch, kann der nicht aufpassen? Sieht der nicht, dass wir hier drehen? Was für ein Vollpfosten. Peilt nicht, knallt hin, aber nee, Hauptsache seinem neuen Handy ist nichts passiert. Ob das gut geht? Mann, 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 hab mal gehört, man wird aus Schaden klug. Ist das wirklich so schwer, aus seinen Fehlern zu lernen? Also das will ich jetzt mal wissen. Okay, ich hab's voll kapiert, Jana. Wir haben ein neues, wichtiges Thema, das dich brennend interessiert. Und wie es mit dem Lernen aus Fehlern aussieht, schaut sich Jana jetzt gleich mal in eurer Arbeitswelt an. Wow, der ist ja cool. Nee, der will doch nicht wirklich darüber, hä? Monatelang Gips tragen ist nicht wirklich sexy. Ey, warum läufst du denn auch da lang? Willst du den Hals brechen? Hey, warum liegt denn der ganze Müll hier? Soll ich mir den Hals brechen? Ja, das ist ein Weg und kein verdammter Schuttplatz. Also den knöpfe ich mir mal vor. Mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Ganz schön unheimlich hier. Aber hier muss er irgendwo sein. Wenn einen die Arbeit an Orte führt, die einem unbekannt sind oder die sich täglich ändern, wie eine Baustelle, tut man gut daran, sich seine Umgebung genau anzuschauen. Schließlich muss man wissen, wo Gefahren lauern oder wie man sich im Notfall in Sicherheit bringen kann. Hey, geht's noch? Sag mal, sehe ich aus wie ein verdammter Schutthaufen oder was? Hä? Musst halt aufpassen, das ist hier kein Spielplatz. Was treibst du denn überhaupt? Ja, ich bin doch Diana und schaue zu, bis wir dir ein bisschen auf die Finger. Ach, Diana, wie egal ist mir das denn? Außerdem ist das eine Baustelle. Betreten verboten, falls du Augen im Kopf hast. Und überhaupt, wir rennen hier rum. Ohne Helm, ohne Sicherheitsschuhe, hallo? Willst du dir alle Knochen brechen oder bist du lebensmüde? Respekt, der hat ja doch was drauf. Sekunde. Besser so? Hallo! Mensch, du bist ja immer noch da. Ja, nun mal zu dir, mein Lieber. Von wegen alle Knochen brechen. Lebensmüde bist ja wohl eher du. Hä? Ja, bist du blind? Flexen, Funken, Lösungsmittel, Putzlappen. Das Zeug brennt wie Zunder und was machst du dann? Na, wenn's brennt, hau ich ab. Ach ja, und wohin? Na, da raus. Weil hier Betreten verboten ist, hast du dich so eingemauert? Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Ja. Und was mit deinen Armen? Tut das weh? Das ist nur ein bisschen Muskelkater. Oh ja, Muskelkater. Von der großen Müllbergbesteigung. Hey, spionierst du mir schon den ganzen Tag hinterher? Nein, keine Panik. Ich habe das rein zufällig gesehen. Deine Klettertour. Ich frage mich nur, ob man daraus nichts lernt. Okay, ich habe es gecheckt. Tja, mein Lieber, sperr lieber die Augen auf. Man sollte schon wissen, wie es um einen herum aussieht. Sonst übersiehst du eines Tages noch deine Traumfrau. Und das wäre doch schade, oder? Ob über solche Sachen wohl auch in der Berufsschule geredet wird? Da mache ich mich doch gern. Hoppala. Mal gleich mal hier vor Ort schlau. Hi. Hi. Das müsst ihr euch angucken. Sie nehmen ihre Schüler ganz schön ran, hä? Einige sahen ganz schön mitgenommen aus. Und Sie haben jetzt Feierabend, hm? Schön wär's. Ich muss noch die nächsten Unterrichtsstunden vorbereiten. Kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Ja klar. Was unterrichten Sie denn? Das willst du wirklich wissen? Okay, hast du ein bisschen Kleingeld? Was, kriegt man hier eine Auskunft gegen Bares? Nein, keine Sorge, du kriegst es wieder. Ich will dir nur was zeigen. Hm, na gut.
Das reicht schon. Also, beim Arbeiten braucht man zuerst einen genauen Arbeitsauftrag. Das dient deiner Sicherheit, denn du darfst nur das tun, was du kannst, also schon gelernt hast. Okay, das klingt logisch. Dieser Euro ist der Arbeitsauftrag. Als nächstes musst du deine Arbeitsumgebung genau kennen und die Gefahren, die da herrschen. Auch wegen der Sicherheit. Richtig. Dann musst du wissen, wie man die Arbeitsgeräte genau bedient, zum Beispiel eine Bohrmaschine oder der Maler, eine Leiter, weil man bei unsachgemäßigen Gebrauch von der Leiter stürzen kann. Zum Beispiel. Dann musst du genau wissen, mit wem du arbeitest, dass ihr euch nicht gegenseitig behindert oder gefährdet. Wenn ich meinen Kram überall ausbreite, der Kollege kommt, stolpert drüber und bricht sich den Hals und so. Ja, das wollen wir mal nicht hoffen, aber du hast natürlich recht. Also, und schließlich muss das Arbeitsergebnis stimmen. Also in der Autowerkstatt nicht nur den Ölwechsel machen, sondern auch darauf achten, dass kein Öl daneben tropft. Das könnte ja jemand ausrutschen. Mhm. Arbeitsergebnis. So. Wenn ich das alles jetzt hier drauf lege, dann ist es in Waage. Also sicher. Wenn ich nur ein einziges Geldstück, zum Beispiel dieses hier, das ist das Arbeitsergebnis. Genau. Wegnehme. Dann bricht alles zusammen. Also ich muss wegen der Sicherheit all diese 5 Punkte checken. Genau, das ist die Checkliste Arbeitssicherheit. Die haben wir heute im Unterricht besprochen. Ja, cool. Danke für diese interessante Erklärung. So, ich muss jetzt weiter. Mal sehen, was die Azubis dazu zu sagen haben. Hallo, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Ihr redet hier doch bestimmt auch darüber, wie das ist, wenn man einen völlig unbekannten Arbeitsplatz plötzlich völlig auf sich gestellt hat. Oh mein Gott, was man heutzutage alles vor eine Kamera erzählt. Die Clara. Kaum hat sie eine Ausbildungsstelle, macht sie einen auf wichtig. Mal ehrlich, jemand mit so peinlichen Klamotten gehört doch verboten und nicht ins Fernsehen. Was war das denn? Ach, nix. Die beiden Mädels denken halt, sie wären was Besseres, weil sie gerade ihre Prüfungen bestanden haben. Aha. Ja, und das lässt du dir gefallen? Natürlich nicht. Nur weil ich gerade mit der Ausbildung angefangen habe, bin ich doch nicht doof. Ich meine, dafür ist eine Ausbildung doch da, dass ich was lerne. Also, so viel Selbstbewusstsein habe ich schon. Ja, richtige Einstellung. Auf dem Schulhof, da kann Clara sich behaupten. Aber als Azubis lernt ihr ja nicht nur in der Schule. Nein. Es geht gleich rein in den Beruf, in eine völlig neue Umgebung. Und da muss man manchmal ganz schön tough sein, sich dort zu orientieren. Manche Azubis haben so viel Respekt vor ihren Kollegen und den neuen Aufgaben, dass sie ganz klein werden. Und wenn die dann in wichtigen Situationen sich nicht trauen zu fragen, dann können dunkle Wolken aufziehen und es richtig heikel werden. Ich bin gerade auf dem Weg zu Claras Arbeitsplatz. Also, hier sollte sie arbeiten. Das Star Trek. Ja, und hier irgendwo soll Clara arbeiten. Ach, guck mal den an. Der sieht ja gruselig aus. Das soll Arbeit sein? Ich überhole dich, krieg dich. Komm schon, krieg's los. Highscore. Ja, ich bin der Beste. Okay, ja. Also den will ich dann mal lieber nicht stören bei der Arbeit. Ach, die produzieren hier Internetspiele. Wie geil ist denn der Job bitte? Okay, Clara. Ah, arbeitest du hier? Ja, ich bin Game Designer. Super, weißt du denn auch, wo die Clara ist? Ach so, die Clara ist meistens in dem Büro, ja. Okay, danke schön. Mensch, Clara, weißt du nicht, wie wahnsinnig gefährlich es ist, sich auf einen Drehstuhl zu stellen? Was? Ach, du! Ja, das ist eigentlich nicht okay, aber mir passiert schon nichts. Ja, ja, klar, da kann man sich ratzfatz den Hals brechen. Jetzt komm mal runter. Was treibst du denn da? Ich brauche die Angebotsakte von da oben. Für Andy, unseren CEO. Hä? Das ist der Chef hier. Ach so, ja. Ja, aber warum das gefährliche Klettern? Gibt's hier denn keine Leiter? Keine Ahnung. Ich arbeite hier erst seit einer Woche. Ja, aber du kannst doch jemanden fragen, Du hast gut reden. Hallo? Ich schätze, es ginge den Kollegen doch ziemlich auf den Wecker, wenn ich Azubi sie alle paar Minuten mit dämlichen Fragen nerven tät.
Da ist Selbstmanagement gefragt. Logisch, Selbstmanagement, aber doch kein Genickbruchmanagement. Sollen die hier von mir denken, dass sie einen vollkommen unselbstständigen Azubi eingestellt haben? Das regelt sich schon alles mit der Zeit. Hey, nur weil du gerade mit der Ausbildung angefangen hast, bist du nicht blöd. Dafür ist eine Ausbildung da, dass man was lernt. So viel Selbstbewusstsein sollst du schon haben. Ja, das hast du doch heute selbst auf dem Schulhof gesagt. Clara, was ist denn jetzt mit der Angebotsmappe? Hm? Ach, das ist der Herr, Hallo, ich bin Andi. Hallo, Andi. Mein Chef. Ja, Jana. Und wie ist das so, wenn die Azubis alle naselang mit dämlichen Fragen ankommen? Hm? Dämliche Fragen? Also was gibt's ja eigentlich nicht. Aha. Es sei denn, man platzt damit völlig unverhofft in ein wichtiges Meeting hinein. Hm? Und dann? Ja, und dann ist auf jeden Fall Selbstbewusstsein gefragt. Ich meine, wer nicht fragt, der kann nichts lernen. Und wer nichts lernt, den können wir ja auch nicht gebrauchen. Also lieber 10-mal zu viel gefragt, als 1-mal zu wenig. Aber ich muss jetzt los, ich habe noch eine wichtige Besprechung. War noch irgendwas? Ja, also von mir nicht. Hm? Andi, haben wir hier vielleicht irgendwo eine Leiter? Die Regale sind ein bisschen hoch. Eine Leiter? Ja, Logo. Die steht im Serverraum. Weißt du was? Bring sie her und lass sie gleich hier. Ich meine, im Serverraum kann sie sowieso kein Mensch gebrauchen. Und nimm bitte die Angebotsmappe mit und leg sie mir auf den Schreibtisch. Ja. Cool, Clara. Und danach mache ich erstmal Mittag. Unbedingt. Okay. Ciao. Also die hat's echt drauf. Als ich damals Praktikant war, da bin ich Noob auf einen Drehstuhl gestiegen. Hm. Das werde ich mir einen Lebtag nicht vergessen. Aber ich muss jetzt. Ciao. Okay, ciao. Vielen Dank. Uiuiui. Gut, dass es Leitern gibt. Das mit dem Essen gehen war gar keine schlechte Idee von Clara. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Mann, was ein Kackteil! Was machen denn die da? Na komm jetzt! Bleib doch endlich drinne! Mensch, wie sollen da auch eine Kette halten bei einem Zahnrad fast ohne Zähne? Bring das Ding zu Adi in die Werkstatt und lass ein neues einbauen. Zu Adi? Ja. Da wirst du doch nur abgezockt. Hör mal, das ist nichts als Pfusch für teuer Geld, was der macht. Nee, Max, weißt du, na schraube ich lieber selber. Ah! Scheiße, jetzt blutet der Finger! Jo, weißt du was? Mach, was du willst. Ich muss arbeiten gehen. Ciao. Ja, hol ab, du Superkoch! Uiuiui, noch so ein Experte. Der hätte mal lieber auf seinen Freund Max hören sollen. Also, ich gehe jetzt essen. Tja, in so einer Großküche, da geht's rund. Die ganzen Gäste wollen ihr frisch zubereitetes Essen ruckzuck auf dem Tisch haben. Sowas wäre ohne Maschinen gar nicht möglich. Spinnst du? Oh, da muss noch mehr Salz rein. Ach, da ist ja unser Mofa-Experte. Mal eine Frage, also nichts für ungut, aber glaubst du nicht, dass die Leute da draußen in deinem Tempo verhungern werden? Hä? Die Wurst ist zu kurz. Und? Und ich will mir nicht in die Finger schneiden. Ich kenne mich mit der Maschine noch nicht aus und der Chef hat da auch noch keine Zeit, mir das Ding zu zeigen. Ja, und jetzt machst du eine Pause und lässt die Leute draußen warten. Nein, von wegen Pause. Ich weiß nur nicht, wie ich das Ding bedienen soll und will mir nicht in die Finger schneiden. Das gibt's doch nicht. Schau mal her. Na, was hat Maxchen denn für ein Problem mit der Maschine? Dieser Horizontalschneider hat schließlich nicht nur eine Messerabdeckung, sondern auch einen Restehalter, der die Daumen und Finger des Bedieners schützt. Na komm schon, Max. Hm? Jana, weißt du, ich habe das halt noch nie gemacht. Ein Mann wie du, der so toll mit Mofas umgehen kann, der hat doch keine Angst vor so einer kleinen Maschine. Meinst du? Du schaffst das. Jana, bitte versteh mich doch, ich pack das nicht. Hey, ja, mein Kumpel, der hat sich vorhin schon blutige Finger geholt, weil er gedacht hat, er kann einen Mofa reparieren. Okay, da hat er recht. Na, Max? Oh, oh. Noch nicht fertig? Nein, ich weiß nicht, ich kenne die Maschine nicht und die Wurst ist so kurz und... Ja, ich würde mal kennen. Bist du also noch nicht an der Aufschnittschneidemaschine unterwiesen worden, oder was? Okay. Komm, lass dich nicht veräppeln, mein Fehler. War völlig in Ordnung, dass du aufgehört hast. Also was, was wir vor 2 Jahren hier hatten, möchte ich nicht nochmal erleben. So, dann pass mal auf.
Ist schon ein cooler Typ, der Max. Ich meine, dass er nicht gleich auf mich reingefallen ist. Ich bin ja schließlich auch noch lernfähig. In dieser Geothermieanlage wird mit heißem Wasser aus den Tiefen der Erde eine Turbine zur Stromerzeugung angetrieben. Und wie überall ist auch hier Arbeitssicherheit besonders wichtig. Für alles gibt es klare Vorschriften, zum Beispiel wer welche Arbeit, unter welchen Bedingungen und vor allem wie durchführen darf. Ah, da ist ja schon eine junge Kollegin. Ob die sich auch an die Vorschriften hält? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hallo, darf ich dir mal ein wenig zuschauen? Ach, Diana. Was machst du denn da gerade? Also, der Messfühler hier muss ausgebaut werden. Der ist defekt. Aha, ist bestimmt interessant, in so einem Kraftwerk zu arbeiten. Aber manchmal auch ganz schön hart, hm? Ja, weißt du, ich lerne ja Anlagenmechanikerin. Du musst halt auch mal anpacken können, ne? Das Ding ja nicht zu. Was war das denn? Mädchen, bist du denn irre? Willst du dich verbrühen? Was machst du? Ich wollte nur... Du wolltest nur. Hey, aufwachen. Du kannst doch keinen Fühler ausbauen, wenn die Rohrleitungen nicht abgesperrt sind. Bist du lebensmüde? Machst du das etwa zum ersten Mal? Hä? Aber einen Arbeitsauftrag hast du schon dafür bekommen, oder? Schon. Wie jetzt? Also mein Meister hat gesagt, dass ich das machen soll. Und wie er mich gefragt hat, ob ich das schon mal gemacht habe, da habe ich halt ja gesagt. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesehen und ich dachte, ich kann das. Naja, ist ja noch mal gut gegangen, hm? So, komm mal her, ich zeig dir das. Also, hier. Tja, da hat unsere Auszubildende Ronja wohl was falsch eingeschätzt. Vielleicht hätte sie sich doch erkundigen sollen, wie der Arbeitsauftrag richtig durchzuführen ist, anstatt so zu tun, als wüsste sie alles. Da hat Ronja aber Glück gehabt, dass so erfahrene Kollegen am Start waren. So, ich mach jetzt Feierabend. Oh, das war ein anstrengender und sehr interessanter Tag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Jana. Ciao. Oh, ob das geht gut? Oh, sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, junger Mann, was ist denn los mit Ihnen? Ja.